Ihr wollt tolle Shooter spielen und kein Geld dafür bezahlen? Kein Problem. Wir haben für euch 5 Free-to-Play-Shooter rausgesucht, die lange Spaß machen und ein faires Bezahlsystem bieten, das es jedem selbst überlässt, ob und wann er Geld ausgeben will. Counter-Strike Global Offensive wurde schon 2012 veröffentlicht und ist immer noch einer der Platzhirsche, wenn es um Multiplayer-Shooter geht. Das Spiel ist einer der 3 größten E-Sports-Titel und war bereits vor der Free-to-Play-Umstellung Ende 2018 einer der meistgespielten Shooter der Welt. Gegenüber der alten Buy-to-Play-Version gibt es praktisch keine Feature-Einschränkungen und auch der laufende Support und die Weiterentwicklung des Spiels wurde nicht aufgegeben. Neben dem kompetitiven Modus, in dem das Matchmaking den offiziellen Regeln für Turniere und Weltmeisterschaften folgt, gibt es auch andere Just-for-Fun-Spielmodi. Leider hat CS:GO nicht zu Unrecht den Ruf, ein großes Cheater-Problem zu haben, aber auch hier gibt sich der Entwickler alle Mühe in der Entwicklung von Tools, die Cheater erkennen sollen, und bannt regelmäßig riesige Mengen von Accounts, denen Cheats nachgewiesen werden konnten. Apex Legends wurde überraschend als Spin-off der Titanfall-Serie angekündigt und wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem der beliebtesten und meistgespielten Free-to-Play-Shootern bei Streamern und Spielern. Bereits nach 8 Stunden knackte Apex die Millionenmarke, nach einer Woche waren es bereits 25 Millionen Spieler. Im Gegensatz zu den meisten anderen Battle Royale-Spielen ist man in Apex immer Teil eines Dreierteams. Man übernimmt im Team jeweils eine bestimmte Rolle, Teamplay ist also unumgänglich. Apex setzt also wie Rainbow Six Siege oder Overwatch auf verschiedene Helden mit spezialisierten Fähigkeiten. Außerdem zeichnet sich das Spiel durch sehr gutes Gunplay und eine flotte Geschwindigkeit aus. Bisher gibt es nur einige Servermacken, die sich eventuell auf den doch etwas überraschenden Erfolg und die damit einhergehende hohe Spielerzahl zurückführen lassen. Ansonsten ist der Shooter angenehm frei von Bugs und Fehlern. Quake Champions ist der 5. Ableger der Quake-Reihe. Aktuell ist es der einzige Arena-Shooter, der von seinen Entwicklern ernsthaft gehegt und gepflegt wird. Das beinhaltet regelmäßige Updates, neue Belohnungen, laufenden Support und wechselnde Herausforderungen. Auch in Quake gibt es unterschiedliche Charaktere mit individuellen Fähigkeiten, schnelles Gameplay steht im Vordergrund. Quake Champions ist seinen Wurzeln weitestgehend treu geblieben. Wer also den Oldschool-Shooter aus den 90ern spielen will, kann ihn hier in modernem Gewand genießen. Ursprünglich hat sich Quake Champions über Lootboxen finanziert, Ende 2018 sind sie aber zum Modell eines Battle Passes übergegangen. Dieser bietet zusätzliche wöchentliche Herausforderungen und neue Gegenstände, man braucht ihn aber nicht, um an laufenden Seasons teilnehmen zu können. Auch Free-to-Play-Spieler bekommen weiterhin zahlreiche Belohnungen sowie tägliche und wöchentliche Herausforderungen. Warframe ist der beliebteste und größte Free-to-Play-Loot-Shooter. Es wird seit dem Release im März 2013 stetig weiterentwickelt und um neue Questreihen und Features erweitert. Vor allem die Geschichte des Spiels ist unglaublich umfangreich, weshalb ich hier nur ganz kurz anreißen kann, worum es geht. Besonders auch, weil die Spielerschaft einen sehr strengen Kodex hat, was Spoiler angeht. Man übernimmt in Third Person die Kontrolle über die Warframes, von denen es inzwischen über 50 verschiedene gibt. Sie haben unterschiedlichste Fähigkeiten und Kampftechniken, alle zeichnen sich jedoch durch ziemlich schnelles Gameplay aus. Der Schwerpunkt des Spiels sind Koop-Missionen für bis zu 4 Spieler, es gibt allerdings auch PvP-Gefechte und Solo-Missionen. Das Spiel finanziert sich über Microtransactions, allerdings kann man in Warframe im Gegensatz zu vielen anderen Free-to-Play-Spielen seltene Gegenstände mit anderen Spielern gegen die Ingame-Währung handeln. Paladins Champions of the Realm ist ein Hero-Shooter, dem aufgrund gewisser Ähnlichkeiten mit Overwatch bereits als es 2016 in den Early Access kam, ein früher Tod beschieden wurde. Und tatsächlich hat sich der Erfolg anfangs etwas in Grenzen gehalten, inzwischen ist das Spiel allerdings vollständig für PC, PS4, Xbox One und auch für die Nintendo Switch verfügbar. Wie in Overwatch hat man verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die im Team spezielle Rollen erfüllen. Einige der Figuren sind denen aus Blizzards Riesenerfolg tatsächlich ausgesprochen ähnlich, das Spiel an sich hat jedoch wenig Gemeinsamkeiten. In Paladins kämpft man in 5er-Teams aus der Ego- oder Schulterperspektive gegeneinander. Vor jeder Partie wird ein Deck aus Karten zusammengestellt, mit denen sich verschiedene Boni freischalten lassen. Diese Karten verdient man sich unter anderem über Level-Ups. Auch Paladins bietet einen Battle Pass und Microtransactions. Neue Helden könnt ihr wie bei einem MOBA entweder mit Ingame-Währung oder Echtgeld kaufen.
Das war unsere Top-Auswahl der aktuellen Free-to-Play-Multiplayer-Shooter. Welcher davon ist euer Favorit? Schreibt's uns in die Kommentare. Game over. Thanks for playing. High five.